Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DC Universe Online. So, wir sollen Brother Blood besiegen. War das mit diesen komischen Blutlachen auf dem Boden, ja. Diese Blutdinger? Wow. Ja. Ja. An die Feed erinnert mich. Wollen wir trotzdem gucken? Aber gibt nur einen, oder? Mhm. Ja, an die erinnern wir uns ja. Hier ist direkt eine, die kannst du dann noch schön zeigen. Die Nebenaufgabe hier nicht vergessen. Danke. Wenn du so nett sein würdest und eventuell Proben von gefallenen Dämonen sammeln könntest, um sie mit der Energie zu vergleichen, die du zuvor bekommen hast. Alles klar. Oh, Wächterchen. Komm, zuck, zuck. Also hier ist so eine. Genau, das hier, ich weiß jetzt die Anzahl nicht, aber diese Dinger, ich glaube alle, müssen zerstört alle. Werden. Mhm. Das ist dann die Feed in dieser Missionsinstanz. Mission, ja, ist es eine Mission oder eine Instanz? Eine Mission, oder? Ja. Eine Instanzmission. Ups, schon weg. Und die sind gut versteckt, also die muss man echt suchen. Ja, da sind wirklich welche echt fies versteckt, das war. Aber da wir beim ersten Mal eh immer alles absuchen, weil er ist ja schon ein paar Mal erwähnt, dass man das tun sollte. Denn es gibt auch in einigen Instanzen und Missionen, oder wie man sie jetzt auch nennt, Erkundungsheldentaten. Das heißt, von Area 51 zum Beispiel, wenn man das komplett einfach abgeflogen ist und noch jede Ecke gewesen ist, kriegt man dafür auch eine Heldentat, nur dass man da war und alles gesehen hat. Ja, die gute Zatanna redet rückwärts. Das klingt immer sehr lustig. Noch irgendwas mit den Rollstühlen? Nein, gar nicht. Kannst du nur hin und her werfen. Wo habe ich denn die ganzen Sachen her? Kopf. Ja, man kann sie auf jeden Fall werfen, bestimmt. Was ist hier passiert? Mann, ich esse nie wieder. Was sollte mal wieder ins Fitness? Möchte noch jemand nach und zwar öfters? Hast du schon alles abgesucht hier? Ja, ich meine eigentlich, dass wir alles haben, aber lieber nochmal schauen. Mhm. Ja, sieht gut aus. Aber ich bin mir sicher, dass hier noch ein, zwei andere waren. In diesem Raum war da auch irgendwas. Mhm. Irgendeine Reihenfolge oder so. Oh, jetzt habe ich einen Trank genommen, Idiot. Ja. Habe ich nur beim Endboss darfst du keinen nehmen. Ich hoffe. Sehe ich dann. Freue ich, dass ich hier irgendwann nochmal rein bin. Vielleicht waren das wirklich die Blutdinger. Ja, das sind die Blutleichen. Also das, weil das halt eine versteckte Feed ist. Ja. Ja, das ich weiß noch Jahre später mit nicht CR90. Drauf geachtet, ja. Also wie wir angefangen haben. Da musste man erstmal raussuchen. Warst du da schon hinter der Theke? Ja, das habe ich schon. Da ist eins gewesen, ja. Oh, jetzt versperrt er mir wieder den Weg, mein Dicker. Was ist denn passiert? Oh, ich habe die Schatzkiste gefunden. Ich habe 10 Schatzkisten gefunden insgesamt schon. Ein bisschen. Geht's hier schon weiter?
Oh, da waren sie schon. Sehr gut geschaut. Haben wir also keinen übersehen. Wie schön. Na gut. Wenn man eins übersehen hat, ist es echt teilweise schwer, die zu finden. Ja. So, auf zum Endkampf. Aber hier war garantiert noch was. Bin mir doch ziemlich sicher, doch. Irgendwas war hier drin, weswegen ich mit TR90 hier noch rein bin. Hier bekommst du diese blöde Maske von den Brother Blood, wo alle drauf stehen. Vielleicht deshalb. Naja, gut, wir werden es doch irgendwann herausfinden. Wenigstens, wenn wir Level 30 sind, und dann gucken wir, was alles nicht haben, und dann werden wir die ja nachholen, schätze ich mal. Geht ja hauptsächlich um Heldentat. Dämonen, erhebt euch! Also das ist ja auch eine Aufgabe, die man gut zu zweit machen kann. Alleine ist sie ziemlich. Ja, ist ziemlich hart alleine. Langwierig und hart. Wenn die Welt brennt, bleiben nur die Getreuen übrig. Und von denen bleibt nichts weiter. Da ringt hier drin. Ich nehme gerade ein Blutbad. Oh, die werden immer größer hier. Ah ja. Das ist ein tolles Schicksal. Das, mein Schatz, lässt sich einrichten. Da ist ja der gute Bruder. Blutsbruder. Oh, jetzt haben wir ihn wieder eingeloggt, wie ihr gesehen habt. Da ist wieder dieses. Oh, diese Zielscheibe. Ich weiß nicht, wie sie es nennen soll. Aha, bist du da sicher? So, und da haben wir auch schon diese Brother Blood Mütze. Echt? Ja. Ah, aber das andere Teil ist sehr viel besser. Verdammt. Aber das CR von der Brother Blood Mütze ist auch noch höher. Das ist ja, ja gut, nehmen wir die natürlich. So, Dr. Fate möchte ein bisschen labern.
Gier, Neid, Wollust, Zorn. Meine Sünde ist der Hochmut, eine Gabe meines Vaters, des Dämons Trigon. Ich bekämpfe ihn schon seit ich lebe und fand eine neue Familie, die Titans und mehr. Sie unterstützen mich gegen Trigon und seinen Blutkult. Denn mit Trigons Energie auf dieser Welt wird Brother Blood niemals ruhen. Trigon wird auferstehen. Und ebenso sicher werden wir da sein, um ihn zu begrüßen. Und da hat sie auch recht. Und darf ja auch nicht vergessen, das Ganze ist ja eine Geschichte. Eine fortlaufende Geschichte, also viele Geschichten sind das, aber die sind alle tatsächlich auch fortlaufend. Und wir werden Trigon tatsächlich irgendwann gegenüberstehen. Man folgt tatsächlich immer einen Handlungsstrang, deswegen heißen ja auch die Nebenmissionen immer pro Handlungsstrang. Man soll die alle pro Handlungsstrang erledigen. Also die Geschichte ist wirklich fortlaufend und deswegen auch sehr interessant. Sie das alles einmal angeguckt hat, beim ersten Mal jetzt, da kann man viel erfahren und tatsächlich einer Geschichte folgen. So, du bist alles aus, was wir hier so haben. Will mein Hund gleich bellen? Bist du da? Ih, bist du da richtig drin? Wie machst du das denn? Ach, du hast dich schlafen gelegt. Ih, wie eklig. Nee, ich hab drin gesessen. Okay. Du bist also ein kleiner Vampir. So tief. Wenn du rauskommst, fliegt noch eben bei der Superman-Statue vorbei. Ja. Verstehe ich, aber... Erheben. Brother Blood muss seine Kräfte wieder auffrischen, bevor er erneut zuschlagen kann. Kehre zu Cyborg zurück und erzähl ihm, dass wir vorerst gesiegt haben. Alles klar, wunderbar. So, ja, dann kann man das mal hier mit erklären. Es gibt überall in beiden Städten, sowohl Metropolis als auch Gotham, Sehenswürdigkeiten, genau. Und wenn man da mal dran vorbeifliegt, dann bekommt man dafür Heldentaten. Und wenn man sie alle erledigt hat, bekommt man nochmal eine extra Heldentat obendrauf. Die ist unter Erkundung. Wo haben wir eben? H und Escape. Heldentaten, die ist nur wirklich so dermaßen einfach, dass man die einfach mal eben mitmachen sollte. Und wir sind ja in Metropolis. Und hier haben wir schon Besuche Supermans Gedächtnisstatue im Centennial Park. Da sind wir gerade. Da ist Superman und dann fliegen wir mal hin. Gib mir ein Küsschen auf die Wange, Knut. Und schon haben wir eine Heldentat. Ja, davon gibt es so einige. Kann man einfach sich mal durchlesen und dann immer Schritt für Schritt am besten abarbeiten. Das macht man nochmal eine Stunde lang oder so. Und das sind eine ganze Menge Punkte, glaube ich. Also das sind... Also ich 200 Punkte oder so, insgesamt 2 Fertigkeitspunkte. Ja, ich denke auf jeden Fall. Das lohnt sich tatsächlich, sich da mal eben eine halbe Stunde bis Stunde für zu nehmen. So, fliegen wir zu Tybo. Auszeichen unten. Stimme nicht zum Verstummen bringen. Mein Diener Eclipso will Spectre nur von seinen menschlichen Fesseln befreien. Doch eure sogenannten Helden wollen ihn nur wieder einsperren. Nennt euch, wie ihr wollt. Ich sehe in eure Herzen und weiß, dass sie lügen. Sie alles kann. Jo.
habe ich auch letztes Mal, guck mal kurz, Plakate, die draußen hängen, die sind meistens PvP. Genau. Also hier würde man jetzt 5 Schurken, damit meinen die dann die Schurken im PvP-Status. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Ja. Also andere Spieler, die nicht mehr als 5 Level unter einem sind. Wenn man das ja gemacht hat, 5 Stück davon besiegt, dann bekommt man hier 2 Super Soda Colas. Also die außerhalb des Reviers sind PvP und die innerhalb des Reviers sind wieder PvE. Wollte ich mal gesagt haben. So, gehen wir mal zu Dr. Cyborg. Ganz schön eins ausgewischt. Du bist jederzeit willkommen, Trigon mit den Titans in den Hintern zu treten. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bei Fragen oder Informationen oder Tipps schreibt gerne in die Kommentare. Wir versuchen auf alles zu antworten. Also bis zum nächsten Mal, eure Deserteure.